Ja, Leute. Es gibt bei GTA RP dieses Metagame, das kennt ihr so. Das ist so, wenn man so ein großes Verbot beim RP bricht quasi, dass man Informationen außerhalb des Spiels im Spiel benutzt. Ich bin auf einem Server gewesen, wo dieses Verbot irgendwie nicht so existiert. Scheiße, man findet mich gleich. Einmal bitte die Hände hochtun, Polizei. Wie bitte? Was möchten Sie von mir? Ich stehe gar nicht so, dass Sie mich... Hör auf, mich zuzuzwinkern! Es reicht! Oh. Und schmeckt das für ein Fanboy? Ja, falls ihr erfahren wollt, wie gut dieser Server ist, dann let's go. Yo, Bro, was geht? Was geht? Yo, ich suche eine Familie. Habt ihr vielleicht was für mich? Kommt drauf an. Worauf? Also, bist du in der Familie oder was hast du gesagt? Leck mir den Lörres. Boah, ich verstehe nicht. Den Lörres sollst du mir abschlabbern. Was hast du gesagt? Den Lörres abschlabbern. Was für FPS? Ey, es gibt ja mal FPS-Boost, ja. Was ist das, Morduk? Das ist auf jeden Fall, das spricht auf jeden Fall für gutes Rösti. Ich glaube, wir finden hier kein Rösti, mach Schmösti. Ist eine Leiche? Yo, Bro, soll ich dich Krankenhaus bringen? Bin ich sofort Krankenhaus, warte. Moment, ich trag dich kurz. Ja, ich hol kurz den Medic. Mach's gut. Jo, gibt's dieses Emote eigentlich überall, Junge? Ich check das nicht. Kann das sein, dass das ja Bots benutzt? Wo sind denn die Spieler, Bro? Kannst du mir nicht erzählen, dass wir keine Spieler sind bei so einer Anzahl von Spielern angeblich? Ich geb dir Waffe, Samu, ich geb dir Waffe. Bester Mann, ja. Ich gekackt, aber egal. Ja, ich hab. Sorry, Bro. Hier war kein Problem. Ich wusste nicht, sorry. Bester Mann, Bro. Wie kann ich die benutzen? The Safe Zone, ist the Safe Zone. Also, das geht in den Safe Zone nicht, oder was? Ja. Ja, stabil, sehr korrekt, danke dir. Hast du noch ein schnelleres Auto? Nein, Bro, mit schlecht. Ah, das ist ja schnell. Danke dir, Bro. Danke dir. Sorry, Bruder. Ach du Scheiße, was bist du hier für Mediziner? Hey, hast du gefrühstückt? Komm runter, Junge. Ist okay. Hey, was ist der Auto? Verdammte Scheiße, Mann. Schenk dir doch mal auf die Wagen, Hermanos. Junge, ist so gut, Alter. Sitze von mir. Die Kinder von heute. Ist so gut, Junge. Was wollt ihr? Junge, Alter, was ist mit euch? Hallo? Oh, Mann, Gott, mit Choji. Das Auto brennt schon, ja. Hey. Was? Was passiert? Hä? Weil du mir mit G Anfrage geschickt hast, habe ich Enter gedrückt. Ja, stabil, sehr stabil. Ist auch nicht schlecht. Okay, ich schick dir Anfrage. Ich kann nicht mehr. Okay, Ahmed Salahi. Ahmed Salahi, ich weiß, danke. Ich küsse dich. Ich küsse dein Auto. Ich brauche Auto. Du hast mich gerettet, Junge. Die haben mich alle abge... Magst du Salami? Das ist, nein, weil ich und so ein Schulkollege haben uns Salahi genannt. So. Natürlich. Ich wurde gerade gebannt auf Twitch, weil ich den Server reingeschrieben habe. Ja, ja, natürlich. Mit Jörg kannst du reinschauen. Sind Waffen, Waffenmaterial. Mach's Spaß, gut. Ich liebe dich. Was ist das für ein Schrott? Die ist langweilig. Das ist viel zu langsam. Was ist mit dem Müll? Hier, Smart Action. Schnell, schneller? Keine Ahnung. Ich brauche schnelles Auto, Bro. Was soll ich mit dem Müll? Mach slash TikTok und dann guck in deine Garage. Oh, nice. Endlich haben wir jetzt was. Was? Sorry, gar nicht extra. Oh Gott, Bro, was ist denn mit dieser Geburt? Ja, hau rein, Bro, was ist eine Geburt, Bruder? Das ist ja richtiger Müll. Oh Gott, warum wird hier nicht mal geheilt? Größte Müll, Junge, das ist der schlimmste Server in letzter Zeit, den ich betend bin. Hier ist ein Medic-Sohn, wie das mit seinem scheiß Auto, ja. Bitte spritzen mich. Hier ist Mother, Junge, wer spielt hier eigentlich nicht freiwillig? Das ist einfach nur Gambos, Herr, das ist nur für Schießen, so ein bisschen aufwärmen, weißt du? Ach so, ist das so? Ja, das ist Gambo. Guck, sogar Medics machen hier Gambo. Ich bin fast tot. Medics machen auch Gambo. Sauber. Ich bin tot, ich bin gleich tot. Scheiße, mein Ding ist tot. Bruder, was soll ich denn f***en, Junge? Jeder schießt hier auf mich! Ich glaube, du f***st gar nichts. Was ist das für ein Scheiß-Server? Römer, du Schippe. So, Fresse. Moschi, hinter Kamo, trotzdem Kacke. Oh, Samu, du geile F***er. Komm, ich hol dich hoch, Alter. Danke dir, mein Bester. Wo ist denn hier der dicke Taler ohne MD? Warte mal. Warte, ich revive ihn. Ja, scheiße, hab kein Geld. Ja, revive ihn mal. Kampf und Fisch gibt's auch noch. 3 Minuten. Oh, da lebt er wieder. Gott, Bruder, was ist das denn für ein Kack-Server, Junge? Ist ja richtig gottlos. Was ist denn hier los, Junge? Amo, ich liebe dich! Medic! Das ist kein Troll-Server, das ist auch kein Gambo-Server. Das ist eine neue Dimension, die da erreicht wurde. Das ist der schlimmste Server, auf dem ich jemals war. Das ist wirklich der schlimmste Server, auf dem ich jemals war. Das ist der größte Kack-Server.
Das auch mit. Junge. Just Lion. Ich muss das Ganze verarbeiten, Bruder. So ein Scheiße habe ich echt noch nie gesehen. Bruder, da ging es Eskens Server, der beste Server in Deutschland. Ohne Witz. Ich habe DreamRP sogar vermisst, Bruder, nachdem ich das hier gesehen habe. Boah, das war crazy, Bruder, was ich da erlebt habe. Alter, was ist das gewesen, Junge? Das war alles andere als... Lass uns es einfach vergessen am besten. Und wir tun einfach so, als wäre es nie passiert. Ich denke, das ist das Beste für alle Beteiligten. Meine Importbrille, die habe ich lange nicht aufgesetzt. Siehst du noch? Alter, die ist so OG, ne? Damals mein Avatar hat er mitgenommen. Ausweicher. Das ist ein Markenauto? Sehe ich da ein BMW? Oh weia. Oh weia. Sieht aber nach einer Markenrechtsverletzung aus. Aber die mich nicht interessiert, solange ich nicht so in Recht gebannt werde. Erst dann interessiert die mich. Vorher ist es mir scheißegal, welche Straftaten hier begeht. Hä? Aber das habe ich doch nie. Bruder, ich habe noch nie einen Server gesehen, wo Importautos von NPCs gefahren werden durchgängig. Das ist ja crazy, dass die Imports einfach rumgefahren werden von den Amonakoi. Ja, wie kann das nicht kaputt gehen? Aha, ein Einsatz. Aus dem Weg, ich hab's eilig. Officer, kann man Ihnen weiterhelfen? Officer, ist irgendwas vorgefallen? Kann man Ihnen weiterhelfen? Officer? Officer, kann man Ihnen weiterhelfen? Kann man Ihnen weiterhelfen? Officer Spritzkopf? Ey, ganz so oft zu provozieren, verstanden? Ja, tut mir leid, ich dachte, so heißt so. Fahren Sie gleich mal rechts ran. Ja, okay, sorry. Hier reicht's? Das war nicht böse gemeint, tut mir leid. Also, ich würde ganz gerne einmal den Führerschein sehen. Führerschein, den hätte ich im Handschuhfach. Darf ich ihn kurz holen? Ja. Ja, sofort, ich hole mir den kurzen Moment. So, ich guck mal im Handschuhfach kurz. Wo ist denn der Führerschein? Moment, ich muss mal. So, da haben wir ihn ja. Hier, bitteschön, Herr Officer. Ich habe den Führerschein selber persönlich dabei. Ich habe mir den gestern noch gemacht, aber da habe ich dafür einen Brief bekommen, dass ich auch fahren darf. Also fahren Sie ohne Führerschein. Da steht ja drauf, dass ich einen vorläufigen Führerschein habe. Naja, Sie fahren jetzt hier gerade ohne richtigen Führerschein. Ich brauche nämlich auch kein vorläufiger. Natürlich, da steht ja drauf, dass ich den Originalen bekomme, den Plastikding, wurde dieser Brief ausgestellt. Ja, dieser Brief ist aber nicht der... Hör mir mal zu. Wenn du nicht mit meinem Anwalt hier... So. So, fahr mal ein bisschen runter, mein Freund. Ja, ist ja gut, aber wenn du mit meinem Anwalt hier nicht die Probleme haben willst, dann ziehst du nicht irgendeine Scheiße aus dem Arsch, ja? Ich hab einen Führerschein, gut ist. Entweder sie geben mir jetzt ihren richtigen Führerschein oder zweite Option. Sie steigen bei uns ein, in Handfesseln oder nicht, und sie werden mit zum Präsidium genommen. Ins Präsidium? Das möchte ich aber nicht. Ja, und ich möchte jetzt ihren Führerschein. Officer, okay, ich hab ihn. Hier, bitteschön. Was wollen Sie noch? Hier, bitte. Da. Gut, dann entweder in Handfesseln oder ohne. Hä? Wofür werde ich festgenommen? Das ist kein Führerschein. Entweder in Handfesseln oder ohne. Wieso hast du jetzt noch nicht festgenommen, weil man keinen Führerschein hat? Nee, aber sie werden jetzt von mir mitgenommen. Immer mal zu los, Bube. Ich möchte erst mit meinem Anwalt reden. So, Sie haben das Recht auf einen Anwalt, allerdings nicht jetzt. Ich möchte erst mit meinem Anwalt reden, ja? Darf ich ihn kurz anrufen? Nee. Wieso nicht? Ich das sage. Komm schon. Okay, Kollege. Okay, ich hole den Führerschein. Sie wollen die ganze Zeit den Führerschein holen. Wollen Sie mich jetzt eigentlich verarschen? Ich würde jetzt die 8 angelegt und dann geht's ab in den Hubs. Ja, ich hole den kurz. Moment. Wo haben wir denn ein gutes Stück? Moment. Warte, ich bin an der anderen Seite. Moment. Man kann nicht lange auf den Service, Scheiß. So, ich hole mal kurz den Führerschein raus. Also, Sie brauchen das Auto jetzt auch nicht kurz schließen, ne? Wo ich schon mal angemerkt habe. Was denn für Auto kurz schließen, Kollege? Hast du Flausen im Auto? Was ist da los? Mach's gut, Kollege. Aus dem Weg, du Pappnase. Allgemeine Verkehrskontrolle. Wir sind der Kiste, Alter. Der alte Rentner. Wo ich denn jetzt abhänge? Drive! Tschüss! Mit seiner fetten Kiste. Alter, das ist so unrealistisch. Mit sowas eine Verfolgungsjagd finde ich sehr unrealistisch. Wird man niemals machen. Oh, scheiße. Ah, wenigstens. Scheiße, Mann, er findet mich gleich. Einmal bitte die Hände hochtun, Polizei. Wie bitte? Wir haben ihn. Was ist denn passiert? Hände hoch. Ich habe da gar nichts gemacht, Herr Officer. Was habe ich mir denn zu Schulden kommen lassen? Einmal die Hände hoch. Aber warum? Ich habe da gar nichts gemacht. Ich brauche eine Behandlung. Mir geht's nicht gut. Stehen bleiben. Ich würde aber erstmal behandelt werden, bitte. So, dem wird jetzt definitiv die 8 angelegt. Ja, tut mir leid. Ja, okay, ich drehe mich um. Ja, warum werde ich denn jetzt getailt? Ich bin verletzt. So, auf Versehen. Fehlschuss. Fehlschuss, Alter. Ich glaube, bei dir hakt nicht.
Ja, was, hab ich was zu Schulden kommen lassen? Kann die Dame aufhören, mir zuzuzwinkern? Ich habe kein Interesse an ihr. Die Dame zwinkert sie an, wie sie es will. Außerdem ist sie vergeben. Trotzdem hat sie mich nicht anzuzwinkern, ja? Mein Gott, Alter. Ich habe ja kein Interesse an dir. Hör auf, mich anzuzwinkern. Die Dame hat doch kein Interesse an dir. Nein. Warum zwinkerst du mich dann an? Kannst du mir das mal bitte sagen? Das hat sie mit Sicherheit nicht gemacht. Also ich weiß, was ich gesehen habe, ja. Warum zwinkert sie mich an? So benimmt man sich schon nicht, wenn man vergeben ist. Ich weiß, ich bin ein gut aussehender Mann. Ich weiß, dass ich einen Zucker stecke mir, aber trotzdem nicht mich anzuzwinkern. Ey, ihr könnt auch direkt von hinten rauf. Ich brauche einen Arzt. Mir geht's nicht gut. Ja, den können wir ihn gleich holen. Was ist denn jetzt mal im Vergehen gewesen? Also, dürfte ich das mal vielleicht wissen? Ich weiß, ich hatte eine erotische Nacht mit deiner Mom, aber das war ja gewollt. Also, mit Einverständnis. Die Dame, sie haben jetzt schon wieder zu gezwinkert, es reicht mir jetzt. Was möchten Sie von mir? Ich stehe gar nicht so, dass Sie mich... Hör auf, mich zuzuzwinkern! Es reicht! Und, schmeckt der Stream? Und, schmeckt der Stream, Fanboy? Schmeckt's? 1-10? Kannst du mal Resonanz geben, wie das so war? So, ich meine, ihr seid doch Stammkunden jetzt in meinem Stream. Also haben die mich dort mit Metagaming gefunden. Ey, hab ich gar nicht gedacht, ne? Ich wusste gar nicht, dass die alle in meinem Stream sind. Ah, crazy. Die hat mich deswegen wahrscheinlich auch eben an dieser Garage gefunden, ne? Weil also alles Metagaming, das ist crazy. Keine Ahnung, wer das ist. Warte, ja, der oben, der... Keine Ahnung, wer das sagt, oder was? Was ein Fanboy. Oder ich werde auf dem Server keine Fail-App hier machen und so ein Scheiß. Aber wenn ich gebannt werden sollte, ja, können Sie jetzt mal aufstehen. Ohne dass ich was gemacht habe, guck mal, der checkt nicht mal, dass ich tot bin. Dann wird der Server in die Blacklist gepackt und wir machen hier täglich 15 Announcements, damit der Server mal zur Besinnung kommt. Oder ich lasse mich hier einfach in Ruhe RP machen und sanktionieren das Metagaming. Oder wie es auch sein sollte. Also ich bitte euch. Kann ich gemoved werden? Ich bin im Support, bitte. Kann man da bitte gemoved werden? Ich habe nicht gewaitlistet. Also Server, die voll von einer Whitelist vor allem abhängig sind, die sind, glaube ich, bei der Blacklist richtig hart am Arsch, oder? Also die Whitelist, also die Whitelist-Server vor allem, ne? Die kriegen ja gar keine Spielzuwachs mehr, weil die müssen ja Gespräche führen und so, und die kriegen ja gar nichts mehr. Was ist jetzt passiert? Ist gestorben? Gefesselt. Und ich habe deine Hose an. Ich muss nicht mehr knallen, habe ich gecheckt, aber warum mich gefesselt? Ist der Timer nicht bei 20 Minuten gewesen? Klopapier da, Mann. So sieht man sich wieder, hallo. Ja, grüß dich. Ich wurde von dem PD weggemäht. Wird man dagegen was machen? Schwer, weil ich gerade nicht ingame kann. Ich kann aber, müsstest du kurz Support warten. Ich habe, ihr wisst ja alle, dass ich drauf bin, ne? Was? Ihr wisst doch alles, dass ich drauf bin. Wer bist du denn? Vergiss es. Ich bin gefesselt vom Krankenhaus. Kann man mich entfesseln? Wurde ausgeblutet oder so? Ich kann, wenn du kurz, also ich kann, müsstest kurz warten, weil ich kann nicht ingame und der eine ist gerade beschäftigt, der da ist. Ja, okay. Support. Ich würde dich wieder in Support warten rufen, der würde dich dann gleich holen. Junge, du weißt, ja, der hat so getan, der Sohn. Wie Fremdscham, Bruder. Da sieht man sich wieder, sagt er. Dann machen wir kurz reloggen, Bruder. Würde ich sagen. Und Fesseln lösen sich ja dann. Das ist crazy, Bruder. Die waren alle. Also, ich dachte wirklich, die haben mich zufällig gefunden. Also, der erste Cop, der mich mit der Kiste verfolgt hat, hat mich also nur gefunden, weil die alle gemeldet haben. Also, die waren alle im Stream. War aber auch sass, ne? Die haben mich im Busch mit 3 Leuten auf einen Schlag gefunden, ne? Da waren direkt 3 Leute um mich herum. Als wenn die wüssten, wo ich bin. War schon crazy, man. Die metern einfach mit dem ganzen. Wie kann man. Kommt man sich nicht dämlich vor, wenn man als komplettes PD da Metagaming betreibt? Weil Fremdscham. Alle haben auch gesehen, dass sie das gemacht haben. Juckt keine Bands, nix. Die kümmern sich um gar nichts. Wird alles vertuscht. Es wird zu viel donated. So, da sind wir ja wieder. Warum konnte ich jemanden nicht schlagen, Bruder? Kann mir mal einer sagen. Konnte ich einfach nicht schlagen. Warum auch immer. Guck mal, wie die Meter da hinten. Wie der Arm unauffällig kommt jetzt. Guck mal, wie der jetzt vor mir erscheint. Guck mal, jetzt hier. Genau hier. Schaut jetzt vor mir. Die Meter, tschüss. Jo, kann man euch weiterhelfen? Ich bin aus dem Krankenhaus hinten lassen wollen. Bin ein bisschen verwirrt. Was wollt ihr von mir? Warum Sie mitten auf der Straße? Lutsch mir den Buckel runter. Was willst du denn von mir jetzt? Gehen Sie mal bitte auf den Bürgersteig. Das ist nicht so. Ich habe keine Autogrammkarten dabei für euch bald. Tut mir leid. Ich hab trotzdem keine Autogrammkarten für euch. Aber habt ihr vielleicht Feedback? Habt ihr vielleicht Feedback oder so? Ja, ihr wisst doch schon, wofür. Braucht ihr gar nichts dazu. Und habt ihr Feedback, gut oder schlecht? 1-10? So gut also. Nicht in einer Zahl bemessbar. Verstehe. Bro, ist der Hobby los? Was ist mit dem? Was ist denn los, Mann? Was willst du? Ich bin LKW-Fahrer, ist mein Auto. Oder siehst du hier irgendeinen Fahrer von dem Auto? Verpiss dich jetzt. Verpiss dich jetzt. Was ist das für ein Auto, ja? Ja, da liegst du. Was denn los? Auf die Fresse! Da rennst du! Was denn los? Auf den Boden, wo du hinkommst! Stück Scheiße, du. Irgendwann kommst du nicht so krumm. Kann man ja nicht mal in Ruhe seinen LKW-Job ausführen, Alter. Und er weggemäht hat zu werden von den 2 Fanboys. Aus dem Weg. Tschüss, hab noch einen Termin. Aus dem Weg. Ja, erstmal funkeln, während man tot ist. Gut Job. Guck mal, wie der noch weiter funkt. Kann man ja nicht mal in Ruhe seinen LKW-Job machen, Alter. Das ist aber absolute Frechheit.
Das ist eine Verarsche, Bruder. Ich werde weggebannt, weil ich Leute, die Hardcore-Metagaming betreiben, kaputt schlage. Alter, das ist wirklich eine fette Verarsche hier gerade. Also wenn dieser Server es sich verdient hat, auf der Blacklist zu landen und jeden Tag geschändet zu werden mit gutem RP, dann weiß ich auch nicht. Projektleiter, das wirst du bereuen. Ich schwöre es dir, das wirst du bereuen. Ich schwöre es, dein Server wird eine gute Position bekommen. Dein Server wird eine richtig gute Position bekommen. Skitty macht schon die Arbeit, die Blacklist muss erweitert werden. Dieser Server kommt definitiv rein, der wird jeden Tag 5 Annoncen bekommen. Also das ist einer meiner größten Ziele. Dieser Server wird pausiert, permanent. 1-2 Monate keine Spiele mehr für euch. Und danach werdet ihr gar keine Spiele mehr haben. Es ist vorbei. Ihr werdet das bereuen. Ich verspreche euch, ihr werdet das bereuen. Ich weiß, ihr habt den Discord schon pausiert. Ihr denkt, ihr habt euch damit gerettet, aber das stimmt nicht. Ihr werdet den Discord euer Leben lang, solange dieser Server besteht, pausiert lassen. Und das wiederum bedeutet, mein lieber Zuschauer, ihr werdet keine Spieler mehr dazu bekommen und euer Server stirbt von Tag zu Tag aus, weil ihr keine neuen Spieler bekommt und irgendwann ein paar Leute den Server verlassen. Projektleiter, ich gebe dir 2 Minuten Chance, in meinen Discord dich einzureihen. Ich will ja immer korrekt sein. Bist du in 2 Minuten da und machst dich gerade für die Fehler. Was ist das mit deinem Server? Bielefeld Roleplay. Ich will aber noch ein bisschen warten. Aber ihr kriegt schon mal das Herz. Auch hier seid jetzt ein Teil der schönen Blacklist. Ey, vertraut mir. Versucht es zu klären. Ich schwöre es euch, ihr werdet es bereuen. Gut gemeinter Rat. Kommt Discord, versucht es zu klären. Bruder, ich meine es ernst. Ihr werdet es bereuen. So, Bielefeld Roleplay V2. Dann viel Spaß in der Blacklist und wir sehen uns dann bei V3. Macht's gut. Wie kann man helfen? Yo, Bielefeld, was geht? Ihr seid in der Blacklist jetzt, wisst ihr, ne? Ey, Jeremy. Was? Ich schmeiß mich raus? Kein Problem. Ihr seid eh in der Blacklist. Euer Server. Selbst wenn du mit der PL reden möchtest, die ist gerade gar nicht da. Ich wollte euch nur sagen, ihr seid jetzt in der Blacklist und euer Discord wird wahrscheinlich euer Leben lang pausiert bleiben. Ihr kriegt gar keine Spiele mehr wahrscheinlich dazu. Und das tut mir ein bisschen leid. Also. Aber warum hat das Metagame nicht unterstützt? Also nichts dagegen gemacht? Ich hätte was dagegen gemacht, wenn ich Itze gewesen wäre, aber wie gesagt... Okay, und warum werde ich denn Itze weggebannt? Das interessiert mich dann irgendwie auch mal ein bisschen. Hä? Wo ist der denn? Seid ihr? Ja, ich weiß immer nicht, wer dich gebannt hat. Wer mich gebannt? Also ich wurde instant weggebannt, obwohl ich nichts gemacht habe. Plus aus Discord wurde ich auch rausgeschmissen. Schau mal, ich wurde weggemetert von dem PD komplett. Man hat sogar Streams im Hintergrund gehört. Die sind Krankenhausdeck dahin gekommen, die haben die ganze gemetert. Und daraufhin habe ich die geschlagen und wurde dann mit Troller weggebannt. Also wie dreist kann man sein? Schämt ihr euch eigentlich nicht, so eine Scheiße zu verzapfen? Mich wegzubannen mit Troller? Marcello war das. Marcel, warum tust du so? Du bist doch derjenige. Nein, der andere Marcel, der ist gerade Raum 2. Der war doch gerade drin, aber... Ja, der ist wieder unten bei irgendwem anderem. Bruder, ihr habt echt reingeschissen und das ist echt Feierabend für euch. Also, ich kann ihn mal fragen, warum ihr mich gebannt habt. Also, was ihr da verzapft habt, Alter, komplettes Metagame mit 100%igen Beweisen, man hat Streams gehört im Hintergrund, alles komplettes Paket. Ich hab's ja selber gesehen, ich hab selber Stream geguckt, so an sich, ich hätte halt was gerne gemacht, so ich war halt, wie gesagt, nicht IC. Ja, wann guckst du denn Stream? Seitdem ich auf dem Server bin? Schon länger. Hast du nicht eben gesagt, dass du nicht weißt, wer ich bin, du Fanboy? Ihr wisst doch alles, dass ich drauf bin. Ey, wer bist du denn? Ich hab erst am jetzt gerade der Stimme vorhin gemerkt. Ich war sogar noch derjenige, der dich eingereist hat vorhin. Das war ich gar nicht, der eingereist hat. Das war mein Moderator. Ach, wie geil. Ja, Jungs, die Scheiße ist am Brudeln, ne? Ihr seid in der Blacklist und das heißt für euch Discord pausiert für immer und das heißt keine neuen Spieler und deshalb steht von Tag zu Tag aus und finde ich gut, oder? Ich sag dazu nicht. Ja, Marcello soll aufs Team fliegen, dann das ist die einzige Möglichkeit, das Ganze zu neutralisieren und aus der Blacklist wieder rauszukommen und dann ist es Feierabend. Also wenn Marcello aufs Team fliegt und eine komplette Entschuldigung und die ganzen Leute, die mir alle auch weggemacht werden, dann kann man über die Sache. Das werden die aber niemals tun. Niemals werden die das tun. Ja, servus. Ja, grüß dich. Hast du mich gebannt? Jo, ich hab dich gebannt, aber schreib mal bitte deinen Stream mit. Ja, die Scheiße ist am Dampfen, ne? Ich hab euch in die Blacklist eingetragen. Alter, ich bin der Einzige, der auf dem Server Roleplay gemacht hat. Ich wurde weggemeldet beim kompletten PD. Man hat Streams im Hintergrund gehört. Die haben mich beim Krankenhaus abgefangen, wieder mit Metagaming. Du bannst mich? Alter, was hast du bitte angeguckt, dass du mich wegbannst da? Hast du Schwanz auf den Augen oder was hast du angeguckt? Also Punkt 1 habe ich gerade eben gesagt, dass du deinen Stream ausschaltest. Wie meinst du? Dass du mir pausierst. Was? Wie meinst du? Du willst... Also, du meinst... Du kannst den Stream gerne am Laufen halten, aber ich möchte halt nicht zu hören sein. Achso, du meinst, weil im Hintergrund deine Mutter ist, mit Tange zur Seite? Ich kann sagen, dass ich in die Ecke kann. Genau, deine Mutter ist gerade... Hey, du kleine Bitch von Marcels Mutter, du kleine F*** in die Ecke, ja? Dein Sohn und Mama kriegt jetzt auf die Fresse. Alter, scheiß auf die, dein Blick ist verrotten, der Sohn. Ich glaube nicht, dass er einsichtig war. Und ich habe auch das Gefühl, dass er nicht vorhatte, mich zu entbannen. Ja, ich wurde im Discord gebannt. Ja, alles gut. Der Discord bleibt pausiert. Skinny, an die Arbeit. Blick ist erweitert, der neue Server. Gutes RP für unseren neuen Blacklist-Kandidaten. Ist offen, Leute. Herzlich eingeladen, alle. Bielefeld würde gerne gegen gutes Rösti möchte. Rösti!
Bitte macht auf dem Server gutes Roleplay. Was? Offline? Was ist das denn? Wir wollten doch gerade Roleplay machen. Was ist das denn für ein Scheiß? Absolute Frechheit. Also sorry Leute, ich habe aktuell keine andere Empfehlung, weil der Server schon von allen der beste von allen, würde ich sagen. Ihr müsst warten ein bisschen, bis der nächste gute Server kommt. Der Server hat auch noch Import an Arsch da hat sogar NPCs-Imports, also Markenautos. Ich glaube, das ist die kleinste Sorge von denen. Die meiste Sorge ist, wie sie damit klarkommen, dass so gutes Wrestling-Welt betrieben wird.